Maja Göpel. Vielen Dank, Hosea. vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es ist wirklich schön, hier zu sein, all dieweil eine meiner liebsten Freundinnen hier lebt und ich lange nicht mehr hier war. Ich werde mir Mühe geben, den Ritt zwischen dem Wissen und dem Trost zu versuchen, den Hosea du aufgemacht hast ganz am Anfang. Und habe mir 4 Punkte überlegt dafür. Also als Wissenschaftlerin finde ich das immer sehr, sehr gut, die Dinge, und genau deshalb ist das in der Ökonomie so eine Sache, die macht das nämlich nicht so gerne, die Dinge, die ich versuche anzuschauen, erstmal in einen Kontext zu setzen, in das Jetzt und Hier. Und zu sagen, aus welcher Perspektive ich denn Antworten suche. Und vor allem auch ganz ehrlich zu sagen, auf welche Frage ich Antworten suche. Und ich glaube, das ist bei all denjenigen, die wirklich eine sozialwissenschaftliche Ausbildung genossen haben, vielleicht die Hauptkritik an dem, was wir manchmal ein Ökonomiestudium nennen. Weil sich das nämlich weder für die Ideengeschichte interessiert, auf den Punkt komme ich nochmal, mit welchen Geschichten wir Menschen eigentlich unsere Welt schaffen, und deshalb eben auch nicht fragen, wann welche Ideen, die in der Ökonomie dann ganz selbstverständlich in diese Mathe-Modelle eingebaut sind, wann die entstanden sind, wer die entwickelt hat und mit welcher Fragestellung. Und aus der Perspektive möchte ich am Anfang über das Anthropozän sprechen, um uns in den Kontext zu holen, mit dem wir es heute zu tun haben, zumindest aus der Sicht der Forschung, aus der ich ursprünglich komme, nämlich den zur Nachhaltigkeit. Und dort immer Nachhaltigkeit als ökologisch, sozial, ökonomisch und kulturell gedacht. Selbst wenn uns diese letzte Säule immer so ein bisschen wegpoltert und viele sagen, eigentlich ist es ja keine Säule, weil es sind ja nicht zusätzlich, gibt es aber das Bild, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, so das Nachhaltigkeitshaus, dann gibt es so eine Säule Soziales, eines so ökologisch und eins ist so ökonomisch, dann macht man so ein Dach drauf. Das Problem ist einfach, dass die Sachen ja gar nicht getrennt sind in der Realität. Und genau das auch schon im Brundtland-Report drin stand, 1987, was der erste große Bericht war, der Brundtland-Kommission nach der norwegischen Premierministerin damals, die ihn geleitet hat, zu sagen, in der Realität sind ja die ökologischen und die ökonomischen Fragen gar nie getrennt. Und deshalb ist es A, nicht mehr zeitgemäß, in Institutionen das zu tun oder in Gedankengebäuden das zu tun, sondern B, auch unser ganz großer Auftrag, das zu verändern. Und damit sind wir ja total in dem großen zweiten Thema, was ich platzieren möchte, nämlich der Frage nach Transformation. Was heißt denn das eigentlich? Und dass es nämlich genau das alles umfasst, sich zu fragen, welche Strukturen nutzen wir denn eigentlich, um unsere Normalität anzuleiten? Und da geht es nämlich ein bisschen über das Energiesystem hinaus. Und deshalb werde ich im dritten Punkt auf diese interessante Spezies Anthropos dann zu sprechen kommen, die ja all das geschaffen hat, mit dem wir heute die Normalität organisieren und auch Zukunft gestalten, nämlich uns. Und was uns als Spezies besonders macht und vielleicht auch ein Stück weit von anderen Lebewesen auf diesem Planeten unterscheidet, aber bitte nicht so weit, dass wir vergessen, dass wir Teil dieser großen Familie der Lebewesen sind und dass uns das ein bisschen verlustig gegangen sein könnte in der Art, wie wir Zukunft gestalten und auch wo wir die besten Lösungen suchen. Damit bin ich dann so bei Digitalismus und Technofixen und solche Geschichten. Das ist so ein bisschen der Ritt. Und gerade im hinteren Teil mit dem Trost versuche ich nämlich genau den Punkt zu machen, zu sagen, erstens können wir Institutionen und Lösungen ja ganz anders organisieren und zweitens ist das Wir in dem Kontext unheimlich wichtig. Und damit möchte ich heute hier dann mit rausgehen. Ich fange mit der Anthropozän-Frage aber an. Und da, Herr Riegler, ist es ja leider so ein bisschen mehr Nachhaltigkeit reicht nicht mehr. Wir leben heute in, ich habe sehr gerne Herman Daly gelesen, der so als ökologischer Ökonom angefangen hat zu sagen, wie kann ich denn eigentlich die Problematiken oder die Diagnosen, die ich erkenne, in möglichst gute Bilder fassen. Da sind wir schon bei dem ersten, der Rolle der Kunst, ne? Bildhaftigkeiten, Vorstellungsräume, Symbole. Und er hat das aufgemacht, dass wir in einer neuen Realität sind, weil wir nicht mehr in der leeren Welt leben heute, wo viele der ökonomischen Ideen entstanden sind. Es war so im 18., 19. Jahrhundert, hatten wir vielleicht 1 Milliarde Menschen,
Die haben pro Kopf relativ wenig in Anspruch genommen von dem, was wir da Planet nennen. Und vor allem diese Idee, dass Menschen mal fast alle Teile dieses Planeten besiedelt haben würden und an so etwas wie die globalen Grenzen der Nutzung dieser Natur stoßen würden, die waren nicht Teil von dem, was man sich vorstellen konnte. Und deshalb war der Planet leer. Ganz viel Natur, ganz viel noch da. Kann man sich darüber streiten, ob was man entdecken kann oder was man anderen wegreißen und sie dabei dezimieren kann, als das richtige Formulieren empfindet. Aber es gab Naturraum, den man sich zusätzlich urbar machen konnte. Und jetzt leben wir eben in einer vollen Welt. Angefangen davon, dass wir jetzt im November 8 Milliarden Menschen werden und pro Kopf sich gerade seit 1950 der Ressourcenverbrauch so gesteigert hat. Historisch nie gesehen. Wachstumsraten völlig anormal, sobald man sich ein bisschen für die lange Sicht interessiert. Trotzdem halten wir das ja für heute für die Normalitätsanforderung. Und der letzte Punkt ist natürlich, dass wir jetzt sehr deutlich wissen durch die Wissenschaft, die versucht so ein bisschen in diese Kristallkugeln der Vorausschau zu sehen und zu sagen, was macht es denn eigentlich mit diesen Ökosystemen, wenn wir weiter so intensiv in sie eingreifen, dann werden wir ihre grundlegende Art und Weise, für uns den Umweltraum anzubieten, verändern. Und genau das besagt das Anthropozän. Und es kommt ursprünglich aus der Klimaforschung von den Kruzen und Geologen sind jetzt dabei zu verifizieren. Ist jetzt wirklich der Anthropos als Spezies das dominanteste Einflusswesen geworden, was diese großen Erdsystemprozesse verändert? Und zwar in einer Form, wie sie in den letzten 10.000 Jahren sich nicht verändert haben. Ziemlich stabile klimatische Werte. Artgerechte Haltung für den Anthropos. Keine gute Idee, aus dieser relativen Stabilität wieder auszubrechen. Zumindest nicht für die Spezies Anthropos. Was dann der Planet danach macht, das ist dann immer eine ethische Frage, da kann man sich mit ein paar Zynikern unterhalten, die sagen, ja, der spuckt uns dann halt wieder aus und dann geht es ihm gut, dann regeneriert er sich fröhlich. Ich bin aus der humanistischen Perspektive an Bord. Ich habe den Eindruck, wir können das hinkriegen mit diesem Raumschiff Erde und ich glaube, wir kriegen das auch in einer Form hin, dass wir sagen, es kann für alle Platz da sein. Dafür glaube ich, aber es ist eben ganz wichtig, ernsthaft darüber zu sprechen, dass die Geschichten und die Konzepte und deshalb die Prognosen und die Modellierungen, die in einer leeren Welt vorgedacht wurden und normalisiert wurden und zu Routinen geworden sind, in dieser vollen Welt überhaupt gar nicht mehr zu den damals erwünschten und zum Teil auch erreichten Ergebnissen führen können, weil der Kontext sich ja komplett verändert hat. Und ich kann nicht davon ausgehen, dass wenn ich immer das Gleiche mache, bam, 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 irgendwie das Gleiche wieder rauskommen muss, wenn sich doch aber der Kontext komplett verändert hat. Und deshalb ist es so wichtig, ehrlich hinzugucken. Und das ist unangenehm. Das merken wir überall. Vor allem, wenn wir eben noch nicht so gut da drin sind, das Wir wieder nach vorne zu stellen, weil eine der wichtigsten Geschichten des 20., vor allem späten 20. Jahrhunderts, das Ich gewesen ist. Wir haben sehr stark eine individualisierte Kultur, das geht auch in den Wurzeln zurück, bis in dieses 18., 19. Jahrhundert mit der Aufklärung, mit dem Spalten, das Dekartische, da sind wir bei den Intellektuellen, die sich darüber sehr viele Gedanken gemacht haben, ob der Mensch jetzt wirklich von der Natur getrennt ist, ob mein Kopf von meinem Körper sich trennen kann, bis zu den heute Transhumanisten, die sagen, kein Problem, wir beamen das da irgendwie raus, entweder das Bewusstsein oder die Seele, und dann brauchen wir dieses ganze Ding nicht mehr, was abhängig davon ist, sicher mit Nahrung versorgt zu werden, vielleicht sauberes Trinkwasser zu bekommen, nicht so super findet, sehr viel Luftverschmutzung zu inhalieren und auch bestimmte Temperaturen jenseits des Wohlfühlklimas empfindet. Und deshalb ist mir so wahnsinnig wichtig, zwei Dinge festzuhalten. Das eine ist, wie oft kriegst du zu hören, wenn du mit diesen Themen kommst, wer seid ihr eigentlich, dass ihr uns hier transformieren wollt, mit welchem Mandat eigentlich und die Expertokratie sagt uns jetzt, was noch möglich ist und nicht. Also erstens, zumindest in den genannten Beiräten, in denen ich unterwegs gewesen bin, heißt es ja immer, wir haben gesellschaftliche Ziele verabschiedet, wie zum Beispiel 2015 die globalen Nachhaltigkeitsziele als politische Entscheidung, als eine Gesellschaft, die sagt, das ist verfassungskonform.
als eine ordnungspolitische, staatliche Aufgabe, Risiken von einer Gesellschaft fernzuhalten. Und nicht die Wissenschaft hat sich das ja ausgedacht. Sondern die Wissenschaft ist in dem Moment dann mandatiert worden, zu sagen, wenn wir die Ziele erreichen wollen, wie geht denn das? Und dann schaut sich eben die Nachhaltigkeitswissenschaft an, wenn wir heute hier sind und ein bisschen zurückgucken, wie die Trends waren, die uns hier hingebracht haben, was könnten wir oder müssten wir denn verändern, damit wir die Ziele erreichen können? Wenn dabei unangenehme Botschaften rauskommen, dann ist das nicht was, was die Wissenschaft erstens super findet oder zweitens sich ausdenkt, um irgendwen zu nerven, zu quälen oder die Freiheit zu berauben. Das ist mir total wichtig. Und damit zusammen ist diese Botschaft, wir können auch nicht transformieren. Weil die ganze Nachhaltigkeitsentwicklung und Agenda ist ja aus der Erkenntnis entstanden, dass wir diesen Planeten transformieren, dass wir aus einer leeren eine volle Welt gemacht haben, dass unsere Art, wie wir normal miteinander und mit dem Planeten umgehen, einen großen transformativen Effekt auslöst, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Und deshalb ist unsere fantastische Einladung als intelligenzbegabte Spezies, die Vorausschau kann, die Logik kann und die auch andere Geschichten erzählen kann, zu überlegen, in welche Richtung wollen wir denn versuchen, dieser Transformation die Ausrichtung zu geben. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Freiheit, das ist das, worüber wir uns unterhalten sollten. Sich zu verweigern, darüber zu sprechen, ist nicht Freiheit. Meistens ist es eine Privilegiensicherung. Und im Zweifel ein Privileg derjenigen, die heute so situiert sind, dass die Konsequenzen dessen, was wir heute tun, ob die wir wissen, sie nicht so stark treffen werden. Und das ist etwas, was man sehr, sehr deutlich spüren kann, wenn man in den internationalen Beziehungen gearbeitet hat. Wenn man sich mit Menschen aus dem globalen Süden darüber unterhält, warum sie bestimmte Politiken im globalen Norden nicht nachvollziehen können. Warum es um so etwas wie Klimagerechtigkeit geht, nicht nur heute das Budget von China, was die an CO2-Emissionen ausstoßen, anzugucken und sagen, wir haben damit ja eigentlich gar nichts zu tun, sondern erstens pro Kopf zu gucken, da sieht es nämlich schon ganz anders aus, da sind halt einfach sehr viel mehr Menschen. Und sobald man wieder die Historie aufmacht, und es geht ja darum, dass das CO2 lange in der Atmosphäre bleibt, und deshalb geht es um den kumulativen, sprich sich zusammenrechnenden Effekt, naja, da ist schon ziemlich klar, wo die Verantwortung liegt. Nämlich in den Ländern und bei denen auch Konzernen und Individuen, die durch den Einsatz fossiler Energien auch zu sehr viel Wohlstand gekommen sind. Und dann verstehe ich auch, warum im globalen Süden Leute sagen, ja, aber hallo, jetzt sagt ihr, geht nicht, lasst das hier mal mit den Fossilen, aber ihr habt euren ganzen Wohlstandsgewinn doch darauf aufgebaut. Und deshalb braucht es auch dort das Wir. Braucht es eine Form des Miteinander aus Handelns, in welcher Form können wir irgendwo auf der Welt überhaupt nachhaltige Entwicklungsmodelle entwickeln. Denn, und das ist der nächste mir ganz wichtige Punkt, seit 2015 mit den Nachhaltigkeitszielen ist ganz offiziell, wir haben auf diesem Planeten nur noch das, was wir immer Entwicklungsländer nennen. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass irgendwer, nur weil er viel Reichtum hat, sich zurücklehnt. Es kann ja so nicht bleiben. Bei den einen sind die sozialen Aufträge größer, weil wir die sozialen Ziele nicht erreichen. Und bei all denen, die weitgehend erreichen, sind die ökologischen Ziele riesengroß. Weil sie eben pro Kopf viel zu viel Planet dafür in Anspruch nehmen. Und deshalb heißt es, alle so viel, so schnell wie möglich anders zu machen. Und das ist die große Transformation. Darunter guckt sich die Forschung diese großen Umbruchfahrten an. Und im Prinzip werden typischerweise drei, die bisher stattgefunden haben, unterschieden. Einmal die neolithische Transformation, dann zu der feudal-agrarischen, also wo wir zum ersten Mal uns wirklich niedergelassen haben, angebaut haben, dadurch sind Siedlungsstrukturen in einer anderen Größenordnung entstanden, wir haben Handel in einer anderen Form organisiert, wir haben Sachen in den Keller gepackt, wir konnten dadurch auf Vorrat machen. Wir konnten dadurch besser krank werden, weil wir enger miteinander eingesperrt waren. Aber wir hatten natürlich auch eine andere Planungserwartung und Sicherheit. Wir haben viel mehr angefangen zu kämpfen, weil es gab ja auch was irgendwo auf Halde lag, was man jemand anders wegnehmen konnte. Es hat viel mehr institutionelle Organisation gebraucht und wir haben viel mehr Grenzziehung erfahren. Und was spannend ist, dass immer mehrere dieser Zutaten gegeben sind, wenn man sich dann zum Beispiel die feudal-agrarische Gesellschaftsformen anguckt, hin zu einer industriell-kapitalistisch organisierten, dann habe ich natürlich eine ganz andere Reichweite von dem, was ich typischerweise als mein Einzugsgebiet betrachte.
Ich habe durch eine neue Energieform, vorher war es vielleicht das Pferd, die Reifen und so, die haben mich ja auch schon schneller von A nach B kommen lassen als jetzt zu Fuß. Deshalb ist das Konzept der Energieslaven total spannend. Das möchte ich Ihnen nahelegen. Das ist von Buckminster Fuller schon 1961 entwickelt worden, um zu gucken, wie wir über die Zeit angefangen haben, immer mehr externe Energie für uns arbeiten zu lassen. In Form von Motoren, in Form von Benzin, in Form von all diesen komischen Geräten, die man jetzt mit dem Smart Home so im Hintergrund abfahren lässt. Unser Lebensstil ist damit ja total breit geworden, sehr energieintensiv. Und genau deshalb ist es so wichtig, sich die Energieform jedes Mal anzugucken. Und das war die große Veränderung ja in dem industriellen kapitalistischen System, dass wir gesagt haben, hey, wir verbrennen das, was sich da über Millionen von Jahren angesammelt hat, und damit können wir viel größere Maschinenparks, viel mehr Kraft, viel mehr Geschwindigkeit rausholen und damit auch ganz andere Distanzen überbrücken. Und damit fing die Expansion an und nationalstaatliche Konfigurationen, überhaupt Handelsrouten über den ganzen Globus und natürlich dann auch Erzählungen, wer gehört eigentlich zu uns. Weltreichweitenerweiterung ist so ein ganz traumhafter Begriff, den Hartmut Rosa als Soziologe mal geprägt hat, der eigentlich sehr stark auf den Punkt bringt, worum es in letzter Zeit ging. Meine Weltreichweite immer vergrößern war so unsere Idee von Fortschritt. Und das ist ja per se auch überhaupt nicht verwerflich, zumal zu dem Zeitpunkt ja gar nicht gewusst wurde, was es für Konsequenzen hat, mindestens bei der Emissionsfrage von den fossilen Energien. Nur wenn wir jetzt eben dahin kommen, das zu verstehen, ist die Frage, und die sehen wir ja überall gerade aufkommen, welche Energieform kann es denn bei der nächsten Transformation sein? Wie können wir daraus lernen, dass wir natürlich gerne welche wählen wollen, die weder viele Konflikte mit sich bringen müssen, noch diese Kollateralschäden weiter mit sich bringen? Welche Form von Organisation, von Handel, wir sehen das ja jetzt gerade, steht zur Disposition? Ist diese Globalisierungsidee, wo man für den billigsten Preis alles, nur weil die Energie zu wenig gekostet hat, in einem Affenzahn die ganze Zeit über den Globus schiebt und wir exportieren genauso viel Kekse, wie wir importieren und dann schicken wir die Krabben zum Poolen dahin, weil ein bisschen billig und fahren zurück. Also erstens passiert ganz schön viel Aktivität, die wir dann sagen, ah, das muss aber an Mobilität gegeben sein, anstatt mal zu fragen, wo kommt denn das eigentlich her, die Notwendigkeit von so viel Mobilität? Und die andere Sache ist, sobald wir mal ehrlich einpreisen würden, was die Kosten wären, um das ganze Zeug die ganze Zeit durch die Gegend zu schippen, wäre es vielleicht sogar günstiger, wieder ein paar dieser Strukturen zu re-regionalisieren. Und genau an diesen Fragestellungen sind wir ja jetzt dran. Und deshalb ist es mir da so wahnsinnig wichtig zu sagen, lasst uns doch möglichst ohne große Begriffe erstmal genau diese Fragen stellen. Was sollte sich denn ändern? Welche Probleme wollen wir abschaffen? Welche Alternativen wollen wir möglichst schnell auf den Weg verhelfen? Und aus der Geschichte gelernt, welche Instrumente bieten sich dafür an? Und damit bin ich bei dem dritten Punkt, dem Anthropos und dem Erzählen. Und wie wir manchmal mit diesen Geschichten komplett der Realität hinterherhängen, manchmal bewusst und manchmal unbewusst und damit diese Veränderung unnötig schwer machen. Ich habe in meinem letzten Buch Unsere Welt neu denken anhand von 4 oder 5 dieser Geschichten mal diese vermeintlichen Gegensätzlichkeiten versucht aufzudröseln, weil es mir schwer erträglich war zu merken, wie stark wir uns in Lager verhaken, in Ideologiekämpfen verhaken und nicht mehr miteinander sprechen können über das, was soll sich empirisch ändern, weil Ismen am Spiel sind. Kapitalismus, wenn du dafür nicht bist, bist du gegen Kommunismus oder Sozialismus. Ja, aber was heißt denn überhaupt Kapitalismus? Es gibt wieder einige Freunde aus meiner Ökonomenzunft, die sagen, es ist das Gleiche wie Marktwirtschaft. Würde jede historisch interessierte Person absolut verneinen. Wir können Märkte mit ganz unterschiedlichen Prinzipien organisieren, in ganz unterschiedlichen Größenordnungen. Und das Finanzkapital muss da nicht so eine wichtige Rolle spielen wie heute. Es kann auch der Realwirtschaft dienen, anstatt sie zu diktieren. Die heutige Form von Finanzkapitalismus ist noch nicht so alt. Unterscheidet sich auch von einem Kapitalismus der 1950, 60er Jahre fundamental. Und deshalb mit Ismen gegeneinander anzutreten und dann nicht mehr zu reden, sondern die andere Person in eine Box zu stecken, die sowieso absolut nicht part of my package sein kann, hilft nicht in Transformationszeiten. Und heute sind wir, wenn wir ehrlich hingucken, ja an dem Punkt, wo wir immer noch sagen, oh, der Markt darf nicht gestört werden, die Staaten dürfen nicht intervenieren. Ich glaube, spätestens jetzt mit der Ukraine und mit den Abschöpfungen von bestimmten Renditen und von Preisen und von Krisengewinnern etc. kommen wir ja langsam dahin zu verstehen, Digitalkonzerne hatten es eigentlich schon vorgemacht, sind da eigentlich noch Marktstrukturen am Werk oder haben wir uns Oligopole geschaffen? Und wieso darf dann denn ein Staat nicht intervenieren und sagen, wir hätten gern ein bisschen mehr Markt?
Weil wir haben doch gesagt, der hilft. Und trotzdem, obwohl die Realität, ne, eine volle Welt, eine nicht mehr sehr marktbasierte Welt ist entstanden, und trotzdem muss sich die Seite wahnsinnig gegen Kommunismus und Planwirtschaft und Staatsregulatorik wehren, die sagt, es wäre super, wenn wir vielleicht die Marktkräfte mal wieder mehr freiließen und damit mehr Wettbewerbern und damit mehr Alternativen eine Möglichkeit gäben, uns die Lösungen anzubieten. Anstatt, dass die Marktmacht und die Kapitalmacht dafür genutzt wird, unglaublich viel aufzukaufen, damit es bloß nicht zu einer Alternative werden kann. Und das nennen wir dann noch fröhlich, ja, die Killzone ist um die großen IT-Konzerne immer größer geworden. Und stolpern nicht mal drüber, dass dieses Wort an sich ja schon irgendwie uns eigentlich zu denken geben sollte. Völlig selbstverständlich ist da halt eine Killzone drumherum. Eigentlich sollte doch Wettbewerb was Sportliches sein, wo immer die besten Lösungen rauskommen und nicht die besten getötet werden, bevor sie überhaupt irgendwie marktreif wurden, weil dann würde ja derjenige, der Platzhirsch ist, vielleicht gefährdet werden, sich selber mehr anzuspornen oder Steuern zu zahlen. Deshalb finde ich diese Markt- und Staatgeschichte unheimlich schwierig, um zu sagen, in welchem Sektor, in welchem Land, an welcher Thematik versuche ich eine Lösung zu finden. Ohne diese Differenzierung, dieses empirische Hingucken, können wir diese Diskussion nicht führen. Und in allermeisten Fällen wird es eine Mischung geben in der Lösung zwischen Akteuren aus dem privatwirtschaftlichen, zivilgesellschaftlichen, aus dem Investment und aus der Politik. Und wenn die versuchen, gemeinsam wirklich eine Lösung fürs Gemeinwohl zu finden, dann kann es richtig gut werden. Aber dann muss diese Lösung Gemeinwohl halt auch drinstehen. Und das ist, glaube ich, das, was im Moment sehr viele Menschen verunsichert, dass sie das Gefühl haben, in der Krisenzeit wird nicht die Gemeinwohlorientierung nach vorne gesetzt, sondern wird der Zugriff auf Regulatorik, auf Finanzkapital dafür genutzt, dass ich meine eigene Position sicher in Zeiten der Unsicherheit, anstatt zu überlegen, wie schaffen wir es denn, die Unsicherheit für alle zu reduzieren. Und deshalb ist mein Petitum im Moment ganz stark an diejenigen, die viel haben und viel entscheiden dürfen, verliert nicht den großen Teil und das Vertrauen der vielen, weil das ist Demokratie. Und nur so kann eine Demokratie handlungsfähig bleiben. Und ich möchte nicht heute in einer polarisierenden Weltordnung, wo diejenigen, die am rücksichtslosesten auftreten, am brutalsten sich durchsetzen. Wir sagen ja, die Demokratie funktioniert ja nicht mehr, nur weil wir uns nicht die Mühe geben, den demokratischen Prozess zu schützen. Das kann nicht sein. Und deshalb ist mir auch der Begriff der Demokratie ein sehr wichtiger. Und ich finde es ganz erschütternd, dass wir nur in der Klimapolitik auf einmal angeblich Konsens bräuchten, wo jede Türklingel bedient werden musste, bevor man irgendetwas erlassen darf. Sonst ist es ja eine Ökodiktatur. Ich möchte, geschichtlich betrachtet, ein einziges Gesetz auf den Tisch gelegt bekommen, wo Konsens geherrscht hat in einer Republik darüber, dass man es trägt. Und deshalb haben die Medien aus meiner Sicht eine riesige Verantwortung darin, wie sie uns eigentlich die Alternativen, die da vorgeschlagen werden, präsentieren. Mein absoluter Liebling, für den ich schon richtig viel auf die Mütze bekommen habe, ist ja die Verbotsdebatte. Frau Göppel, Sie wollen doch allen verbieten und die Freiheit und so. Und wieso Sie eigentlich? Und wenn Sie die Leute nicht überzeugen können, wollen Sie dann das alles wegnehmen? Nee, die Aufgabe der Wissenschaft ist ja erstmal zu sagen, wir haben ein Problem. Und das ist die Pro-Kopf-Inanspruchnahme von CO2-Budgets, Biodiversität, Landflächen. In Deutschland importieren wir allein schon 30% dessen, was wir völlig selbstverständlich als unsere Versorgungssicherheit deklarieren. Die fetteste Lüge der Nachhaltigkeit bis heute ist die Versorgungssicherheit. Die wächst nämlich jedes Jahr und wird immer fetter. Jedes Jahr mehr Energie. Jedes Jahr mehr Konsum, jedes Jahr mehr Wirtschaftswachstum. Und sobald da irgendwas irgendwie aus dem Meer rauswackelt, heißt es gleich, die Versorgungssicherheit ist gefährdet. Kein Mensch macht sich die Mühe, die Leute mal zu fragen, unter welchen Bedingungen fühlen sie sich sicher versorgt. Die hatten wir unter der Pandemie. Damit ziemlich klare Prioritäten gesetzt und gemerkt, dass wir eigentlich gar nicht so direkt vorm Abgrund stehen, wenn wir nicht 1000-mal diesen Amazon-Knopf drücken dürfen und noch mehr Schrott in unsere Wohnungen oder Garagen oder sonst wo einlagern können, nur damit die Geschäftsmodelle nicht in Stottern kommen. Das ist ja im Moment der Diskurs, der in Deutschland losgebrochen ist. Oh, Mist, die Konsumenten und Konsumentinnen fangen an, nachhaltiger zu konsumieren und weniger. Ja, aber jetzt muss die Wirtschaft gestützt werden, weil jetzt haben wir ja ein Problem. Jetzt wird ja
Das geht ja nicht. Die Einzelhändler und die Geschäftsmodelle und die Aktien, alles fängt an einzubrechen, weil die Leute sagen, nö, also wirklich, also mit dem Verbot, eigentlich können wir mit ein bisschen weniger, ist nicht so schlimm. Strukturelles Problem, nicht Menschenproblem. Und deshalb sollte der mediale Diskurs aufhören, immer von die Leute zu reden. Jakob hat mir ja den ominösen Dritten neulich auch beim Film nahegebracht. Ich kenne ja nur von, ja Frau Göppel, die wollen, es war noch vor einem Jahr, ne? Im Moment reisen ja wieder alle wie irre und haben, glaube ich, eine tolle Erfahrung dabei. Aber als wir gerade aus der Pandemie zum ersten Mal reinkamen, ging das sofort los. Ja, wenn jetzt Mallorca freigegeben wird, Frau Göppel, alle wollen doch sofort nach Mallorca. Wie wollen Sie denn denen jetzt sagen, dass sie nicht alle sofort nach Mallorca dürfen? Da habe ich kurz gesucht und die Umfragen, die ich gefunden habe, haben 70% der Leute gesagt, sie würden jetzt niemals nach Mallorca fahren, weil sie das total blöd fänden. Und von den 30%, die sich noch geäußert haben, gesagt, na, das wäre jetzt auch nicht so mein Ding, ob es die anderen machen, müssen sie irgendwie selber entscheiden. Wo ist denn da, die Leute wollen alle nach Mallorca fragen, in der Evidenzbasis zu finden? Und deshalb ist diese ganze Rhetorik, der ominöse Dritte am Film, sind die Beleuchter, die auf keinen Fall ohne Fleisch im Catering überleben können. Die werden so grantig, jeden Tag. Deshalb muss ich als Steuerzahlerin mein lieben langes Leben lang, die ich seit ewig nicht mehr Fleisch esse, schön mitsubventionieren. Dass es weiter billig Fleisch gibt, öffentlich finanziert, mit all den Kollateralschäden, vom Gülle bis Abtragen der Böden, bis zum versauten Grundwasser, bis alles, damit das schön billig bleibt, muss ich alles kofinanzieren. Freiheit. Und diese Ehrlichkeit, ohne die werden wir es nicht mehr schaffen, dass wir zu reiten in dieser Unsicherheitszeit. Und ohne diese aggressiven Framings mal ein bisschen runterzufahren und zu sagen, worum geht's eigentlich? Können wir nicht die richtigen Lösungen finden? Natürlich haben wir ein blödes Problem, wenn das Wachstum stockt. Das sagt auch niemand aus der Forschung. Aber wenn ich immer so tue, als wäre es kein Problem, das weiter vom Umweltverbrauch zu entkoppeln und noch mehr, dann werde ich ja nie die Lösung finden. Und dann kommt irgendwann die Ökodiktatur, aber nicht von irren, durchgeknallten Wissenschaftlerinnen, sondern halt, sehen wir doch überall, durch Dürren, durch Überschwemmungen, durch Ahrtalüberflutungen, die dann einfach mal 40 Milliarden verschlingen, weil wir wieder aufbauen müssen. Wir nennen das dann auch noch Wachstum, weil das im BIP so bilanziert wird, obwohl wir nur was repariert haben, was wir vielleicht nicht mal kaputt hätten machen müssen. Hätten wir anders gewirtschaftet. Und das ist mein Trost. Wir können auch anders. Wenn wir die ehrliche Frage stellen, worum geht es eigentlich, und wenn wir ehrlich hingucken, wieso ist es aktuell eigentlich so schwer? Und vor allem diese Frage ins Zentrum stellen, wer ist eigentlich wir? Wo möchten wir unseren Raum der Verantwortungsübernahme ziehen? Ich habe sehr stark heute das Petitum auf das Zeitliche getan. Es gilt nicht nur nach hinten, sondern bitte nach vorne. Deshalb würde ich die Fahne der Fridays for Future, wo bist du, Hosea, immer weiter aufhängen, weil die wirklich mit einer anderen Legitimität natürlich gesagt haben, wir haben bisher nicht viel beigetragen und wir haben nicht viel Einfluss aktuell, aber wir haben all die Konsequenzen bei uns im Vorgarten. Und deshalb wollen wir nicht, dass ihr sagt, geht zurück in die Schule und werdet irgendwann Ingenieure für irgendwie Solartechnologie, sondern wir wollen heute unsere Stimme als BürgerInnen in dieser Gesellschaft, auch wenn wir noch nicht wählen dürfen, stark machen. Das darf man nämlich in einer Demokratie. Man kann auch vorher sagen, ich finde, deine Politik passt nicht zu deinen selbstgesetzten Zielen. Und deshalb die Frage, wo ziehe ich Verantwortung im Räumlichen? Ist es jetzt auf einmal nur noch unsere eigene Nation, nachdem wir aber vorher selbstverständlich die ganzen anderen Räume dieser Welt für unser Versorgungssicherheitsniveau in Anspruch genommen haben? Ist vielleicht der Begriff Verbot ein bisschen schräg, ohne dass man sich fragt, wo der Anspruch überhaupt hergekommen ist? Und in welchen Räumen schaffen wir das, so ehrlich miteinander zu reden und uns vielleicht auch mal vorzustellen, wie es denn anders sein könnte? Wenn wir uns die Mühe machen, und das habe ich von Garrett Hardin, der erste Forscher gewesen ist aus den USA, aus der Ökologie, auch ein systemischer Denker, der die Allmende einerseits formuliert hat, die Tragödie der Allmende, der Übernutzung der Allgemeingüter, wo wir keine Grenzen drum bauen können, Klima, Ozeane, Biodiversität, all die, dass wir nur durch Kooperation eigentlich rauskommen können, indem wir uns gemeinsam Nutzungsregeln geben. Sonst wird dieses Denken, ach naja, also der andere wird ja auch und solange der nicht, kann ich ja noch und sonst falle ich ja hinten runter, das hört ja nicht auf.
wenn man nicht, wie Elena Ostrom gesagt hat, kleine, feine, mit verlässlichen Rückkopplungsschleifen organisierte, auf ganz anderen Prinzipien als Märkten basierende, nämlich Reziprozität, Reputation und man sieht sich mindestens dreimal aufbauenden Steuerungsmechanismen, die unseren moralischen und normativen Kompass erreichen können, dann kann man das auch ganz ohne machen. Und sonst sollten wir uns gemeinsam überlegen, welche Regeln möchten wir uns geben, damit für uns alle die Freiheit nicht nur heute und hier, sondern für die anderen dort und für die nach uns ähnlich hoch sein können. Und meine Vorstellung ist mit Gerald Hardin, drei Fragen hat er gestellt in einem anderen Buch, Filters Against Folly heißt das, wieder was für die Intellektuellen, by the way. So ein bisschen, ja, Filter gegen die Torheit, wenn man es so ein bisschen freundlich übersetzt. Er hat gesagt, wir müssen immer drei Fragen stellen, bevor wir überhaupt Antworten suchen. What are the words? Benutzen wir wirklich die richtigen Worte, um das zu beschreiben, für das wir gerade A, ein Verständnis und B, eine Antwort suchen? Ich habe die Beispiele mit Demokratie, Staat etc. versucht zu geben. Das nächste ist, what are the numbers? Haben wir wirklich in den ökonomischen Messungen heute das in den Zahlen ausgedrückt, von dem wir sagen würden, das ist für uns wertvoll? Ist es für uns nicht wertvoll, zu sagen, wir möchten das Naturvermögen nicht zerstören? Wie kann es sein, dass wir immer noch sagen, das ist zu teuer? Es ist ja eh in der Bilanz drin. Externalisierung geht ja gar nicht. Wir externalisieren die ökologischen Kosten ja nicht ins All, sondern an einen anderen Ort, an eine andere Zeit, aber doch nicht aus der Erde raus. Die Kosten und die Schäden sind da. Wir tun sie nur aus unserer eigenen Bilanz und aus unserem eigenen Verantwortungsraum raus. Und deshalb immer wieder fragen, mit welchen Zahlen, das sind ja auch Geschichten erzählen, und zwar manchmal sehr viel prägnanter und sehr viel wirkmächtiger, wenn Sie sich mal so Überschriften in den Medien angucken, ne? So und so viel, so und so viel. Sobald da so Zahlen am Start sind, wirkt das sehr faktisch und sehr präzise. Und die Frage, wie die Zahl entstanden ist, wird viel zu wenig hinterfragt. Drücken diese Zahlen das aus, was uns wertvoll ist? Fragen Sie mal, wie Ungerechtigkeit in Ihrem Land gemessen wird. Armut. Gibt es unheimlich viele unterschiedliche Statistiken. Welche spricht für Sie in Ihrer Gesellschaft denn das an und drückt das aus, was Sie für eine gerechte Gesellschaft halten würden? Und der letzte Punkt. Und was passiert dann? Und das ist immer das nach vorne denken. Wenn ich diese Lösung auf den Weg gebracht habe. Was wird sie wahrscheinlich antickern und was werden Folgereaktionen sein? Wir möchten so gerne, dass man gelöst, dann kann ich wieder zurücklesen und dann ist alles wieder normal. Ja, Anthropozän, zurücklehnen, alles bleibt, wie es ist, wird so nicht sein. Komplexe Systeme sind einer dauerhaften Dynamik. Und deshalb immer zu antizipieren, es wird sich was verändern und dann weiß ich auch, dass wir diesen Klopperei darum, meine Lösung ist die beste, die lasse ich nie wieder los, auch loslassen sollten. Lösungen haben meistens einen bestimmten Wertigkeitszeitraum und in denen können wir die Leute, die sie nach vorne bringen, echt abfeiern. Aber dann sollten wir sie genauso dafür abfeiern, zu sagen, es ist größer, etwas loszulassen, dessen Zeit vorbei ist und Platz zu machen, dass etwas anderes schneller wachsen kann. Und deshalb die dritte Frage, und was dann? Und damit bin ich bei meinem allerletzten Bild, was ich gerne mitnehmen möchte, weil ich habe neulich auch bei einem Festival zwischen Theologie, Kunst und Wissenschaft in der Humboldt-Uni eine ganz tolle Fragestellung gesehen, dass sie gesagt haben, mit dem Anthropozän, wie wollen wir dem denn eigentlich begegnen? Wir als erzählende Geschichten, begabte Spezies, die sich ja auch überlegen kann, wer wollen wir eigentlich sein? Wollen wir Gott spielen in so einer Situation? Homo Deus, die Tech-Narrative aus dem Silicon Valley fallen einem schnell ein. Oder wollen wir vielleicht Gaia sein? Und Gaia ist genau die Form, die Erde anzuschauen, in der Menschen nicht getrennt sind von anderen Lebewesen, sondern ein integraler Bestandteil dessen, was wir biologische Systeme nennen und die einzigen, die mit Antizipation, mit Vorausschau einen Einfluss darauf haben können, wie sich diese entwickeln, inklusive ihrer selbst. Ich glaube, es ist klar geworden, dass ich auf der Seite Gaia stehe und deshalb schließe ich mit dem Satz von Manfred Max Neef, was ist wirklich der Unterschied zwischen Menschen und Tieren? Die Dummheit. Das können nur Menschen. Vielen Dank.